Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Minecraft-Folge. Heute, ja, wer hätte es gedacht, bauen wir natürlich weiter, aber wer weiß, was in der Folge denn noch so passieren kann oder passieren wird. Das weiß niemand, deswegen bleibt gespannt, was, ja, zum Beispiel, dass jetzt meine Axt hier halt weg ist, das, gut, hätten wir vorhersehen können, gebe ich zu. Ich meine, das war ja schon auf den ganz niedrigen oder durchsichtigen Balken. Der hatte keine Lebenspunkte mehr. Aber egal, den Baum fällen wir jetzt trotzdem noch ganz schnell. Komm her, Holz. Ich brauch dich. So, das machen wir unten noch. Und dann ist er auch weg. Sehr schön. Aber pflanzen natürlich direkt wieder neu hin. Ne? Umwelt und so. Ihr wisst Bescheid. So, ich habe hier eben ein Ha gehört. Und dieses Ha bedeutet, dass wir einen Händler oder Feinde haben. Deswegen würde ich sagen, schauen wir doch einfach mal nach, was wir haben. Wenn da ein Händler ist, gucken wir mal, was jetzt. Ja, es ist ein Händler. Sieht aus wie ein Teufel, ist aber Händler. Und vielleicht hat er ja gute Sachen, also die man gebrauchen könnte. Obwohl ich ja, glaube ich, nicht so marktmäßig habe ich nicht so viel. Deswegen, mal schauen. So. Genau, aber was ich von Ihnen auf jeden Fall haben möchte. Okay, das haben wir auch. Das kriegt man auch so gefarmt. Ja, irgendwann so Packeis, ne? Aber das, dafür habe ich zu wenig Smaragde. Also, tut mir leid, Dude. Noch kann ich nichts von dir kaufen. Aber was ich von dir haben möchte, Dude, sind deine Leinen. Die Leinen möchte ich haben. Weil die ist schwer zu selbst zu craften. Nein! Oh mein Gott. Yeah. Der Dude bleibt auch nicht stehen, das ist das Problem. Ne? Der bleibt einfach nicht stehen. Der denkt sich so, nö, ich bleib jetzt hier nicht stehen. Oh, shit, ich hab's geschafft. Oh, shit, ich hab's geschafft. Ja, er geht. Er geht. Natürlich geht's jetzt dahin, wo ich gerne meine ganzen Sachen verlieren würde. Aber er kommt wieder, okay. So. Ja, geh mal weiter in die Richtung. Das war eigentlich ganz gut, was du da machen wolltest. So, nein. So. Ja, ich überflute zwar unten mein Beet, was ich eigentlich nicht cool finde. Oder geht jetzt woanders hin? Ja, hier kann ich gut fluten. Hier geht's. So, jetzt geh mal. Jetzt hau mal ab hier. Hau ab. So. Nein. Nicht so. So, jetzt haut er von alleine schon ab. Hat keinen Bock, dass ich ihm flute. So, jetzt sind die Leinen gerissen. Seht ihr das, Leute? Und jetzt. Ha! Challenge erfüllt. So, ja, gut. Das Zaungebilde hier. So, ja, ich lasse das einfach mal so. Ich habe jetzt zwei Lamas bekommen. Sind keine Alpakas, nein, leider nicht. Aber ist jetzt auch generell egal. So, natürlich wollen wir es hier auch weiterbauen. Das ist erstmal unser Primärziel. Da wir unser Primärziel verfolgen, brauche ich aber auch wieder eine Axt. Denn wir müssen ja Bäume fällen und ohne Axt ist das eigentlich ziemlich, ja, mühselig, kann man schon fast sagen. So, genau, machen wir hier eine Axt. So, jetzt haben wir hier zweimal eine Axt. So, jetzt gehen wir wieder nach da unten. So, ja, komm, mach mal mit einer Schaufel, ne? Nee, ist klar. So, genau, jetzt haben wir hier das schöne Holz. So. Genau. Ja, der Typ im Hintergrund dann erzählt immer so, Also, als hätte er keine Ahnung, was passiert ist, ne? Dass er jetzt seine Lamas verloren hat. Aber ich würde sagen, nicht unser Problem. So, Setzlinge sind jetzt hier keine runtergefallen, sonst hätte ich ihn direkt neu hingesetzt. Aber egal. Ich habe, glaube ich, auch mal versucht, so in der Singleplayer-Welt den Typen mal einzufangen, aber der bleibt nicht dauer bleiben soll, um es mal einfach zu sagen. Ne? Also, einfangen ist der Typ nicht. Die Lamas schon einzufangen ist schon eine Herausforderung. Aber, hallo Schwein, was machst du denn hier? Ach ja, so, gut, nach langem Hin und Her haben wir jetzt die Leinen abgesnackt, ganz easy. Und jetzt haben wir natürlich ein bisschen Holz und dieses Holz können wir dazu weiterverwenden, hier unsere Begrenzung weiterzumachen, unser Bauplan. So, machen wir dich erstmal hier zu. Genau, jetzt kommt das hier so hin. Jetzt nicht hier runterfallen, das tut weh. Ja, ich glaube, es reicht nicht. Ja, war ja klar. Ein Baum müssen wir noch fällen. Ein Baum muss noch leiden, damit wir unsere Grundmaße haben. So,
Interessanterweise ist dieser Baum extrem schnell nachgewachsen. Ich frage es nur, warum. Aber ich habe auch nicht so viel Knochen, dass man so sagt, okay, ich mache jetzt einfach alles mit Knochenmehl, weil das wäre auch wieder zu viel des Guten. Aber egal, so. Da wir eh Holz brauchen, oder, ne, ich sag mal, warten müssten, bis Holz nachwächst, ne, obwohl ich ja schon hier, ne, auch hier mal so dahinsetze und so, das würde uns ja zu lange dauern, ne, und dementsprechend machen wir einfach in der Zwischenzeit einfach was anderes, was man gut gebrauchen kann, oder was wir brauchen, nämlich, wir brauchen Rohstoffe, ja, Rohstoffe brauchen wir. So, deswegen würde ich sagen, wir gehen mal wieder runter in die Mine, das haben wir schon Ewigkeiten, ja, yes. Wow. Habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Und ja, mal schauen, ne? Also, was wir eigentlich mal bräuchten, wären so Diamanten, ne? Für Enchantungs-, ne? Für Enchant-Table und so. Und allgemeine Rohstoffe, glaube ich, könnten wir einfach mal gebrauchen. Vielleicht finden wir auch so, ne, vom neuen Update so eine Höhle oder sowas, ne? Ich meine, man kann ja auch positiv gestimmt sein. Vielleicht finden wir was, vielleicht nicht. Wir schauen einfach mal. So, aber erstmal müssen wir uns unser Inventar schön klein halten. Ja. Gut, Schere. Ja, Schere nehmen wir mal mit für Spinnenweben. So, einmal Wasser, falls wir uns irgendwie runterseilen müssen oder so. Ich würde sagen, das passt auch. So, Essen sollten wir uns noch vorher mitnehmen, bevor wir wieder in die Kühle reingehen. Ich schätze mal, das war schon bewusst. So, hier. Piekst mich nicht. Au! Ich hab doch gesagt, piekst mich nicht! Das Essen, was immer zurückschlägt hier. Miese Sache. So. Okay, jetzt kommen hier unten noch Stöcke und Bäume. So, hier ein Baum. Dich fällen wir später. Denn ich will jetzt in die Mine. Ja, ja. Wir bauen zwar weiter, aber müssen doch in die Mine gehen als Abwechslung. In die verlassene Mine. So, machen wir als Schutzteil wieder hier unser Grasblock hin. So, unten war ja ein Spinnenspawner. Stimmt, das habe ich vergessen, bevor wir in die Mine reingehen. Ach, ich bin heute echt schusselig hier, ne? Wir brauchen Fackeln. Ist auch logisch, dass wir Fackeln brauchen. Okay, ja, okay. Wir haben, so, wie viele Fackeln haben wir jetzt? 20. 20 ist nicht krass mega viel. Okay, wir haben 21. Das ändert schon die Sache deutlich. So, wir haben einen Diamanten. Wir bräuchten aber so 5 Diamanten. Können wir einen Chantail machen und eine Diamantenspitzhacke. So. Na gut, machen wir hier nochmal. Nochmal hier so hübsch. Genau, jetzt haben wir 37 Fackeln. Ich glaube, das ist schon mal besser. Besser als eben. Genau. So. Okay, ich bin ausgerüstet. Eisenrüstung, Schild. Ja, ich würde sagen, das sollte reichen. Wenn nicht, dann... Ja, dann sind wir halt am Arsch, ne? Was wollen wir dazu noch sagen, ne? Erstmal hier schön die Treppe runter, so dünn, 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 dünn. Genau, jetzt war das so, als hätte ich X-Ray gehabt. Dann sind wir nämlich hier hingegangen. Und dann sind wir nämlich hier runter. Ich höre schon die Spinnen. Ich dachte, wir hätten Spinnenspawn abgeschaltet. Scheinbar nicht. Ich hasse Spinnen in Minecraft. Vor allem die Höhlenspinnen, die sind ja so schwer zu killen. Aber wenigstens haben wir schon mal viel ausgeleuchtet hier. Das ist schon mal eigentlich ganz gut. So, jetzt müssen wir natürlich wissen, nur wo lang wir jetzt hier hingehen müssen. So. Da unten. Da ist ein Zombie. Der Zombie flüchtet von mir. Okay. So, aber wir haben schon mal unseren Spinnennetz hier, den wir natürlich mit, ne? Das ist ja klar. So. Hier unten haben wir auch schon, oder was? Strange. So. Da sind 2 Zombies. Solange kein Creeper ist, ist alles super. Wenn ihr Creeper seid, sagt Bescheid, nice, ne? Nicht, dass ihr so Fake-Zombies seid. Das wäre das mal, ne? Denkst du, es wäre ein Zombie? Und dann kommt eigentlich so ein anderes Monster. So, was ist denn hier so in der Höhle? Okay. Oh. Okay, da unten ist ein Skelett. Miese Sache.
Egal, ich würde sagen, wir bauen erstmal hier unsere Kohle ab, denn wir haben selbst nicht mal genug Kohle. Das ist, wie gesagt, ne, wir sind eigentlich echt rohstoffmäßig sehr, sehr arm dran. Deswegen habe ich mich heute auch spontan dazu entschlossen, was ja, ne, alles im Voraus geplant war natürlich, dass wir heute ein bisschen mine gehen, ne, dass wir ein bisschen Rohstoffe sammeln. Ich meine, wir brauchen es sehr halt, denn ohne Rohstoffe kommen wir bautechnisch zwar schon voran, aber wir müssen halt jetzt warten, bis die ganzen Bäume bewachsen sind und das ist halt irgendwie lame. Ne? Deswegen dachte ich so, ey, gehen wir doch mal in die Höhle. Warum nicht? Ne? Warum nicht? So, hier war doch irgendwo. War nicht hier irgendwo Eisen? Eisen, genau. Ah, guck mal hier, sogar eine schöne Achterquelle. Oder ist es sogar noch mehr? Ich glaube, es ist nur eine Achterquelle gewesen. Ne, eine Sechserquelle. Okay, nein, warte mal. So, alle Fakten auf den Tisch. Eine 7er Quelle, okay. Ich habe zweimal falsch geraten, so muss das sein. So. Das Interessante an diesem Höhlensystem ist ja eigentlich, dass man hier so Kisten findet und so, ne? Und ich weiß zwar, ich war schon Ewigkeiten her, dass ich letztes Mal hier so in der Höhle war. Yo. Yo, das nehme ich persönlich, Dude. Komm her. Komm her. Der will Stress. So, erstmal hier snaggen. Lass mich hier einfach an. Komm her. Ah, easy. So, erstmal hier schön ausfackeln hier. Dass wir keine böse Überraschung bekommen. Weil es da Lava. Also da geht's tief runter. Tief runter ist eigentlich immer eine nice Sache. So. Ja, Eisen ist wichtig. Eisen ist sehr wichtig. Yo! No! No! Haut ab! No! Ich will ja schon ein von dem zum Kotzen, ja? Kommt auch noch direkt zwei. Nee, akzeptiere ich nicht. Das wurde eiskalt abgelehnt. Aber egal, der eine hat mir die Arbeit vom anderen abgenommen. So. Ich will jetzt hier mein Eisen abbauen. Ich will jetzt hier nur mein Eisen abbauen. Ich höre schon Skelett. Ich erwarte jetzt auch, dass ich jetzt einfach von hinten angeschossen werde. Richtig feige. Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Das ist das Miese, weil wenn man es hört und denkt so, okay, ich werde gleich angegriffen und dann siehst du dieses scheiß Monster nicht. Aber solange man es hört, dann weiß man, okay, es ist, ne, ein Skelett oder ein Zombie, ne? Diese Creeper, die kommen ja ohne Vorwarnung an. Das sind einfach diese richtigen Selbstmörder, ne? Die schleißen sich von hinten dran und jagen dich in die Luft. Weil man, wenn man so im Dunkeln spielt oder sowas, ne, in Mine geht und dann total fokussiert ist im Spiel, ne, total vertieft, ne. Und dann kommt so ein Creeper und jagt dich in die Luft. Schreck des Lebens. Du wartest das ja gar nicht, ne. Minecraft ist ja, würde ich ja sagen, ja, ein langsameres Spiel, ne. Es ist jetzt nicht brutale Action durchgehend, ne, kein Rumgeballer oder sonst irgendwas, ne. Es ist eigentlich ein langsames Spiel. Ne, aber wenn auf einmal plötzlich du explodierst, ist das schon, ja, ungewöhnlich, kann man sagen. Okay, wo war die Lava? Lava. So, es ist jetzt die Frage, welche Lava gehen wir denn? Ich würde sagen, wir gehen da lang. So, Fackeln. Ich habe nicht mal viele Fackeln. Aber das leuchtet noch aus. So wie ich das hier sehe, ist das sogar Gold. Gold ist natürlich nice. Nehmen wir natürlich mal gerne mit. Ja, ein Gold ist schon mal weg. Das hätte man sich auch denken können. Ja, ich dachte, das würde noch passen. Egal, eins hat überlebt, eins von zwei. Nicht der beste Schnitt aller Zeiten, aber ich würde sagen, reicht. So, jetzt bauen wir noch dich hier ab. Ja, so, jetzt haben wir noch uns den Goldnugget da unten. Ohne jetzt in die Lava einzutreten. So. Und hoffen wir mal, dass wir unten gleich Diamanten finden. Diamanten! Okay, erstmal hier wieder ausleuchten. Oh, noch mehr Gold. Gold, Baby. Weiß man nur, snacken wir uns hier auch mal das Eisen. Ich versuche das auf jeden Fall mal. Das Wasser macht es gerade nicht das Leichteste. So, jetzt noch mehr Gold.
Ich weiß zwar nicht, wofür wir Gold gebrauchen können später, aber Hauptsache Gold. Ich weiß, ihr beschwert euch ja auch nicht, wenn ihr im echten Leben mehr Gold kriegen würdet, ne? Denk auch so, hey, wofür? Aber keiner beschwert sich, ne? Jeder nimmt das ja. So, jetzt haben wir 10-mal Gold. So. Okay. Aber. So, da hinten sieht's mal nach Eisen aus. Ich würde sagen, wir bauen uns einfach mal eine stylische Cobblestone-Brücke. Hier rüber. Ja. Master-Ingenieur. So sieht's aus. Dann hier ist auch nochmal Gold. Und noch irgendwelche Gänge. So. Da sieht so aus, als wäre das hier so ein Rundgang, ne? Lapis. Ja komm, Lapis nehmen wir sofort mit. Lapis haben wir, glaube ich, noch gar nicht gefunden. So. Alle Monster, haut ab. Okay, da ist ein Lavasee. Lapis ist nice. Das nehmen wir jetzt mal direkt mit. Lapis, falls ihr es nicht wusstet, kann man auch mit einer Steinspitzhacke abbauen. Das ist... Oh, nur 2 ist aber wenig. Ja, komm du her! Scheiß Zombie. So, was haben wir hier unten? So, noch mal Redstone. Ja, jetzt kommt auch. Ich hab gesagt, komm her, es ist auch gekommen. So, Redstone muss man mit einer Eisenspitzhacke abbauen. Ganz wichtig, sonst kriegt man es nicht. Wäre schon blöd. So, jetzt haben wir unten auch noch ein bisschen Redstone. So, sehr schön. So, du bist Gold. Ja, Gold nehmen wir auch mal mit. Das Material, was man eigentlich nur für Optik irgendwo hinstellen kann. Klar, man kann goldene Äpfel und so machen, aber... Ja, komm. Ganz im Ernst, wer braucht das schon? So. Ich esse erstmal. Wir sind jetzt, glaube ich, auf jeden Fall in der Tiefe, wo Gold vorkommen kann, ne? Ich glaube schon. Hier Diamanten vorkommen, meine Güte. So, hier sind irgendwo Diamanten, ich spüre das. Nur wo? Ich werde so ziemlich geblendet von Lava, ne, mit diesem Shader-Pack. Aber egal. So, ich will Diamanten, Guys. Ja, die Fledermaus war selten dämlich. Aber egal. Na gut, komm, bauen wir es erstmal hier so seitlich. Das ist ja auch Lava! Ja, ich bin aber gerade erschrocken. Hier ist auch Lava. Lava, Lava, Lava. Lava, Lava, labert hier, ja. So, Diamanten. Gib mir Diamanten. Nicht Eisen, Diamanten. Boah, jetzt ein Küber von mir, ja? Das wäre mal mega kacke. Da würde ich meine Sachen alle verbrennen. Könnte ich mich nicht mehr wiederholen. Davon abgesehen, dass es schwer wäre, die Miete zu holen, weil ich absolut nicht weiß, wo ich gerade bin. Aber egal. So. Als ob hier keine Diamanten sind! Manchmal, ne, wenn ich direkt hier sowas sichtbar, dann muss man sich einfach manchmal hier so seitlich durchbauen. Und dann hat man manchmal Glück, dann kriegt man auch so Diamanten. So. Aber irgendwie scheint es nicht zu gönnen gerade. So. Ich hab noch ein paar Fackeln. Okay, da oben ist ein Zombie. Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Komm her, komm her, komm her, komm her! Genau, geh da unten hin, geh da unten hin! Tschüss! Ha. Outplayed. So. Jetzt muss ich aufpassen, ist nicht outplayed später. Yo, 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 yo! Wenn hinten anscheiße, ist uncool! Ja, ich mach da oben auch mal eine Fackel, das war mir schon wieder hier ein bisschen zu... Nee. So, eine Fackel behalte ich mal für absoluten Notfall. So. Diamanten, Guys. Ich will Diamanten. Jetzt habe ich auch noch so ein scheiß Skelett. Von wo? Deswegen ist halt bei Lavasee, ne? Da kann ich ja so abschießen. Ne? Du hast automatisch einen Rückstoß. Dieser Rückstoß killt dich. Irgendwas stirbt ja auch gerade. Ich weiß auch nicht was. So. Scheint hier ein größerer Lavasee zu sein. Ah ja. Okay.
mach ich mal die Cheater-Variante. So. Seht ihr Diamanten irgendwo? Ich sehe keine! Hallo? Diamanten? Zeigt euch! Das war doch nicht so schwer zu sein. Okay, warte mal. Ne, bevor ich mich hier ganz halt aufrege, welche Höhe sind wir denn gerade? So, wir sind gerade Höhe 11. Ja, hier gibt's Diamanten. Jetzt. So. Ich wollte schon fast sagen, die Folge geht so lange, bis ich einen Diamanten gefunden habe. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das Spiel würde sagen, ja, dann sock mal so 10 Stunden und kriegst trotzdem keine Diamanten. Oh, hier ist Wasser. Okay. So. Weil manchmal sind Diamanten auch hinter, ich sag's mal, niedrigwertigeren Rohstoffen. Ah! Versteckt. So. Dafür hat man eigentlich einen Lava-Eimer mitgenommen. So. Komm, hier irgendwo muss es Diamanten geben. Könnt aber nicht erzählen, dass es hier keinen Diamanten gibt. Das ist Kohle, aber keine Diamanten. Das ist doch... Egal, bauen wir erstmal hier das Redstone ab. Ich meine, ich will mich jetzt auch nicht beklagen. So oder so, das Mining war mehr oder weniger erfolgreich. Ich meine, wir haben... 4 Redstone bekommen. Wir haben mal Lapis gesammelt. Jetzt war das nur so 2 Blöcke. Also nicht viel, ne? Aber Hauptsache etwas, ne? Ist ja klar. Ne? Also man kann ja eigentlich sogar noch mehr Pech haben, ne? Auch wenn das schon sehr belastend ist, dass die einfach keine blöden Diamanten sind. Was ist das? Eisen haben sie hier genug, aber keine Diamanten. Ne? So. Oh, das ist aber eine große Eisenquelle. Nice. Ja, irgendwie die Suche nach den Diamanten hier. Warte mal. Ach, du bist Gold. Okay, ich habe fast Gold mit einer Steinspitzhacke abgebaut. Das war ja selten dämlich gewesen. Aber du bist noch Eisen. Ja, du hast noch Eisen, okay. Ja, bei diesem Texture-Track erkennt man es nicht immer ganz so, was jetzt ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. So. Na, hier ist einfach nichts. Also nichts, was ich gebrauchen kann. Na, also, so. Ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl, an Lavaseen findet man eigentlich Diamanten. Das ist immer so meine Devise gewesen, ne? An Lavaseen, geh hin, du findest. Aber gerade ist er so, geh hin, du findest alles andere außer das, was du suchst, ne? Das spielt Trollt ein. Das ist aber auch eine schöne, schöne Redstone-Quelle. Das hat sich jetzt aber auch gelohnt, so ist es nicht. Aber kein Diamanten. Kohle hätte hier besser, hätte noch länger hier liegen bleiben müssen, dann wäre es irgendwann Diamanten geworden. Hehe, ne? Ihr wisst Bescheid. So. Hinter... Keine Diamanten. Ich bin enttäuscht. Ich meine, auch wenn es nicht so wertvoll ist, also ich finde es persönlich nicht so wertvoll, was man hier auch finden kann, sind ja Smaragde, ne? Die sind ja noch seltener als Diamanten, aber ich finde, dadurch, dass du durch Dorfbewohner, ne, die wir früher oder später natürlich auch hier in unserer Welt haben, die sowieso dir handeln kannst, sind die für mich total wertlos geworden, ne? Weil wenn du so Bauern hast, Dorfbewohner, ne, dann brauchst du nur Sachen anbauen und kriegst schon deine Smaragde. Ne? So, okay, also, ja. Ich baue mal hier kurz mal irgendwie rein und guck mal nach, ob sich hier was Diamantentechnisches ergibt. Diamanten, 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 Diamanten. Gib mir doch Diamanten! Mate. Kein Diamanten. Okay. Ja, Eisen. So. Ja, da unten war ich. Dann bauen wir uns auch nochmal da durch in dieser Folge. Guck mal, was. Ob wir da was finden. Aber ich bin ehrlich, Leute, ich habe keine Hoffnung.
Als hätte ich alle Diamanten hier schon längst abgefarmt, ne? Was ist das? Was ist das? Das ist doch nicht mal normal. So. So, genau. Jetzt bauen wir es mal weiter durch. Das ganze Stock duster. Ich habe zu viel Lava gelöscht, kann man schon fast sagen. So. Aber egal, wir haben es jetzt hier irgendwo durchgebaut. Wo wir auch schon waren, offensichtlich. Denn hier ist Eisen. Jetzt habe ich schon wieder Monster hier. Zombies, ihr seid doch hier, zu Hause. Sagt mir, wo ich Diamanten finde. Komm schon. Ich schwöre, kriegst auch die Hälfte. Das kann doch nicht sein. Jetzt mal ohne Witz. Dass das so rar ist hier. Also ich meine, klar, Diamanten sollen jetzt auch nicht, ne, 0815 mäßig verfügbar sein, ne. Aber so wenig ist schon, ja, tut weh. So. Ich höre auch immer Skelette und Spinnen neben mir, ne. Was ist denn das? Ich sehe euch nicht. So, jetzt bin ich irgendwo anders. Ah ja, ein Enderman. Okay, Redstone ist hier. Ich will den Enderman jetzt auch nicht anschauen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Dieser Typ. Oh. Digga. Der will Stress. Das Problem ist, ich überlebe den Stress mit dem nicht. Der will einfach Stress. So, ja, hier drunter Diamanten, das wäre jetzt heftig gewesen. Okay. Da hat sich jetzt einen Block gegönnt, der ist zufrieden. Da sind Skelette. Ich weiß ja nicht, ne? Ich folge schon jetzt schon lang. Weil ich dachte mir so, ey, komm. Ich suche uns jetzt einfach noch Diamanten. So als erfolgreichen Abschluss. Aber nein. Gibt's nicht. Keine Diamanten. Ich bin ja hochgradig enttäuscht. Kann man nicht anders sagen, ja? So, ich gehe mal hier durch. Hier ist gar nichts. Ich würde sagen, ich gehe mal wieder zurück, wo auch immer zurück war. Sir, bitte lassen Sie mich durch. Ich darf Sie nicht anschauen. Sir, danke, Sir. So. Ich glaube, du warst Gold. Ja, Gold. Na, hier unten war auch ein Lavasee. Vielleicht ist da unten ja was. Wer weiß. So, bauen wir es hier mal seitlich rein. X-Ray-Modus aktiviert, ich sag's euch. Einfach mal irgendwo reinbauen und gucken, ob was kommt. Aber ich bin ehrlich, Leute. Strip-Mining wäre deutlich erfolgreicher gewesen, als hier die Höhle zu erkunden. Ich meine, ne, wir haben auch gute so, ne? Wir haben ein Stack Redstone, ne? Ein Spinnenweben, ja! Ne? Bisschen Eisen, bisschen Gold, ne? Aber es ist halt nichts dabei, wo ich sage so, krass, ne? Das war nicht dabei, ne? Hätten wir Diamanten gefunden, dann hätte ich gesagt, boah, krass, ne? Oder hätten wir so eine Kiste gefunden in diesen Minenschichten, ne? Das wäre auch krass gewesen. Hätten wir vielleicht so einen Sattel bekommen oder Schaltplatte oder sowas, ne? Einfach irgendwas Wertvolles, was Seltenes, ne? Aber, nee, nichts da, gar nichts. So, das Einzige, was ich hier schaffe, sind meine Spitzhacken zu zerstören. So, hier ist viel Kohle. Gib mir doch mal Diamanten. So. Einfach nichts da. Ich glaube echt, ich könnte hier so 2 Stunden lang weitersuchen, es würde nichts passieren. Also kein Fund geben, so ein Motto. Das ist doch einfach belastend, ja. Also wirklich. Ich bin fassungslos! Was ist das? Was habe ich Minecraft angetan, dass er mir so gar nichts an Diamanten gönnt? Egal, das Positive ist, Leute, wenn wir gleich wieder hochgehen, also, ne, ich werde das außerhalb der Folge machen, dass ich aus der Höhle wieder rausgehe, weil
bis ich den Weg gefunden habe, glaube ich, doch. Dauert es nochmal so lange und ja, das ist doch wirklich unnötig, die Folge so lang zu ziehen, wie sie jetzt schon eigentlich ist. Ne? Boah. Ja, wir haben Lapis gefunden. Etwas. Guck mal, komm. Dann können wir die Folge mit Ersatzerfolg beenden. Genau, Ersatzerfolg. Gutes Wort. So, inzwischen haben wir einen zweiten Lavasee gefunden. Der hier neben uns ist, offensichtlich. Den ich jetzt irgendwie gerade hier, genau. Ja. Ist aber auch nur so eine Kammer gewesen. Hier ist jetzt auch keine Riesenhöhle oder sowas, ne? Aber egal. So, bauen wir dich jetzt hier noch ab. Bauen wir dich noch ab. Bauen wir dich noch ab. Bauen wir dich noch ab. Und bauen wir dich noch ab. Gut, Leute. Ich würde sagen, mit diesem... Ja, ich würde sagen, ihr dürft selbst entscheiden, ob das Ergebnis gut oder schlecht war. Ich glaube, ihr kennt meine Meinung. Aber, naja. Es ist ein Spiel. Mal gewinnt man, mal verliert man. Hat man Pech im Spiel, hat man Glück in der Liebe oder so ein Driss? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habt ich heute Pech, so viel würde ich sagen. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Wombat. Ciao!